Zuletzt bei Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Das Schuljahr ist vorbei, aber solange wir nicht alles entdeckt haben, lassen uns Professor Dumbledore und Professor McGonagall nicht das Schulgelände verlassen. Deshalb kümmerten wir uns um die Hippogreifenaufgabe und das Monsterbuch der Monster und zudem auch noch sehr, sehr, sehr viele Secrets draußen in den Hogwarts-Ländereien und auch im Schloss selbst. Heute sollten wir in der Lage sein, alle Geheimnisse des Schlosses zu entdecken und damit auch dieses Abenteuer abzuschließen. Friends, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zur vermutlich letzten Folge von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Heute wollen wir alles kaufen, alles finden, alles entdecken. Hey, ihr drei, sucht ihr nach Sammelkarten? Und bei dem Kollegen können wir uns jetzt auf jeden Fall nochmal eine weitere Karte kaufen, ne? Das kaufe ich. Zack. Immer wieder gerne, Harry. Und jetzt schauen wir mal nach, wie viele wir überhaupt von diesen Schülern kaufen können. Hier ist es eigentlich nur noch eine wohl. Oder das ist die Harry Potter Karte, die wir ganz am Ende unseres Abenteuers bekommen. Weil der Kollege läuft jetzt weg und eventuell war das Ende dieser Quest. Who knows, Freunde. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mit den ganzen Kesselkuchen, die wir uns beim letzten Mal verdient haben, nochmal zu Fred und George und kaufen uns noch dieses Passwort. Das hier ist mir ein Rätsel, ist aber garantiert doppelt so viel wert. Zack, denn damit haben wir auch alle Passwörter gekauft. Und damit sollten wir jetzt in Stockwerk 2 hinter das Bild kommen. Und in Stockwerk 6 waren wir, glaube ich, auch noch nicht hinter dem Bild. Aber danach wird es dann wirklich ein bisschen schwierig, weil mir da noch einige Bildkarten fehlen und ich echt noch nicht weiß, wo ich damit hin muss. Trense. Jawohl. Okay. Hier ist nochmal ein Spot, an dem wir noch nicht waren. So, was gibt es hier für mich zu tun? Aha. Diese Challenge-Räume haben immer irgendwo einen Beginn. So, und dann öffnest du dich. Und damit freue ich mich hier hoch. Und hoffentlich bekomme ich am Ende des Tages einfach ganz viele Kürbispasteten. Ja, tatsächlich. Kesselkuchen, aber vor allem auch Bildkarten. Das ist das Wichtige. Mir fehlen wirklich einige Bildkarten. Und ich bin langsam überfragt, wo ich die alle noch herzaubern soll. So, sehr schön. Und weiter geht's. Mhm. Kesselkuchen mal, aber ich glaube, ich brauche die gar nicht mehr. Ich glaube, Kesselkuchen, es hat sich jetzt ausgekucht. Ich meine, es war immer wieder ein geiles Gefühl, Kesselkuchen zu finden, ne? Ich glaube aber, dass es jetzt langsam nicht mehr notwendig ist. So, was feuerst du raus? Oh mein Gott. Holy shit. Da, also, was man in diesen Sonderräumen, die man per Passwort betreten kann, für Stuff bekommt. Das ist jenseits von Gut und Böse, verdammt. So, und jetzt geht's hier für uns weiter. Dieser Raum ist riesig. Holy shit. Hier ist richtig, richtig viel los. Und oh yeah. Da ist auf jeden Fall schon die Bildkarte. Und muss ich jetzt wirklich alleine hier die 8 Millionen Bücher killen? Euer Scheiß Ernst? Ich als Harry muss das allein machen, sonst konnte ich immer mit meinen Freunden besiegen. Und jetzt wurden mir meine Freunde weggenommen. Yeah, oh mein Gott. Alter, übertreibt halt komplett. Ja, aber ich glaube, das war's, ne? Ich glaube, das war auch dieser Bonusraum. Und wie gesagt, mir fehlen zu viele Karten. Zu viele Karten, Guys. So. Dann müssen wir jetzt aber, glaube ich, nochmal in Stockwerk 2. Denn da ist es noch der letzte Raum, den ich noch nicht per Passwort betreten habe. Und theoretisch kann ich hier... Nee, ich kann nicht hüpfen, okay. Spiel sagt, nein, da darfst du nicht drüber. Aber das ist in Ordnung. Und da muss ich mich dann wahrscheinlich reinglitschen. Käseküsser. Nee, nicht hier. Weil da wurde mir das Bild nicht geöffnet, obwohl ich davor stand. War ich da eigentlich schon drin? Verschlossen. Warum war ich da noch nicht drin? Wieso ist das noch nicht offen? Also warum ist das verschlossen? Lumos! Wie gesagt, damit geht das hier auf, aber wir waren hier schon. Hier war erstmal nichts für uns. Außer hier ist noch irgendwo was. Nee.
Jetzt ist aber hier zu. Warum ist denn jetzt hier abgesperrt? Was soll das denn? Okay, das ist auf jeden Fall sehr verdächtig, Guys. Oder waren wir da schon drin, indem wir hier runtergegangen sind? Nee, nicht so wirklich, ne? An diesem Ort waren wir noch nicht. Oder war da die Bücherei? Das kann auch sein. Und da geht es eigentlich gar nicht für uns lang. So. Ah, und jetzt geht's auf einmal auf? Als wir im letzten Part da waren, durften wir da nicht lang. Naja, nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir jetzt da sind. Oh Gott, da ist wieder so eine Ritterstatue, die so zwei Secrets für uns hat. Aber wir müssen beide Ritterstatuen aktivieren, damit sich das hier für uns öffnet. Oh, Imps, alles klar. Ich bin wirklich gespannt, wo wir noch die restlichen Zauberkarten herbekommen. Ernsthaft, ne? Also irgendwie geht meine Rechnung mit den Karten noch nicht so ganz auf. Sehr gut. Und putz. Yes. Dann nehmen wir kurz euch beide mit. Da kriege ich wieder Kürbispasteten. Geiler Scheiß. Und hier sogar noch mehr Kürbispasteten. 750. Wir sind wieder rich, Freunde. Wir sind wieder back in business. So, okay. Du verziehst dich jetzt bitte von der Wand. Aber ganz schnell. Ja. Und dann düst du noch hier rüber. Yeah. So, dann hätten wir die beiden auch aufgelöst. Da gibt es sogar nochmal Kesselkuchen für mich. Auf diese Banner kann ich nicht zaubern. Nein, ich versuche jetzt wirklich so gründlich wie möglich zu sein. Aber hier die 72. Aber das ist mir immer noch, viel zu wenig, Freunde. Wir schauen hier nochmal nach, ne? Es gibt noch irgendwie einen ganzen Kartensatz, den ich noch gar nicht habe. Und hier zwei gibt es noch in Hogwarts irgendwo. Und dann noch, also wo kriege ich diese Bonuskarten her, verdammt? Was fehlt mir? Ich bin jetzt langsam mit meinem Latein am Ende, was ich noch zu tun habe. Aber ich muss Professor McGonagall und Professor Dumbledore muss ich 80 Bildkarten vorlegen. Das ist echt eine üble Sache, Guys. Das ist echt eine üble Sache. Da waren wir schon drin, 100%. Luftballon kenne ich als Passwort. Das sagt mir was. Ja, hier waren wir auch schon. Hier haben wir gegen Peeves gekämpft. Da ist das Klassenzimmer. Ich suche jetzt noch... Nee, es gibt aber, glaube ich, auch keine dealenden Schüler mehr, ne? Sonst hätten wir da jetzt ja noch irgendwo einen gesehen. Aber ich glaube, die haben jetzt alle ihre Posten verlassen. Weil wir... Nee? Ah, doch. Okay. Die haben auch nichts mehr zum Dealen. Da muss ich jetzt irgendwo auf die Suche gehen. Wie gesagt, der einzige Ort, den ich noch kenne, ist der hier. Aber ich kann sogar durch die Wand zaubern. Das ist wirklich ganz, ganz cool, was hier abgeht. Aber diese Tür wird sich nicht, diese Truhe wird sich nicht öffnen. Ich suche, Guys. Ist hier hinter vielleicht was? Ich weiß es nicht. Was ist denn das hier für Geräusche, die herkommen? Okay, Freunde, ich denke, ich habe... Also ich habe zumindest mal eine gute Nachricht. Die Truhe, die wir nicht öffnen können. Da sind nur 5 Bohnen drin. Das ist definitiv nichts, was in irgendeiner Art und Weise für uns relevant ist. Das ist schon mal Punkt 1. So, dann... Oh, scheiße, damit habe ich wohl schon interagiert. Verdammt. Okay, das wusste ich nicht. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Ich dachte, dass da ein Secret wäre, was ich noch nicht habe. Aber eins, was ich definitiv noch nicht habe, ist der Kollege hier. Mit dem haben wir auf gar keinen Fall bisher gequatscht. So. Und mit dem komme ich auch hier oben rein. Sehr schön. Und die Truhe geht auch auf. Aber hier sind nur Bohnen. Das stinkt. So, Freunde, und hier in Stockwerk 5. Da kann ich auch noch was zaubern. Und ich weiß ja nicht genau, was es bringt. Vielleicht muss ich da auch mit mehreren drauf zaubern. Nee. Ah, warte mal, hier ist es aufgegangen. Holy shit, und das ist Secret 4 von 4. Oh mein Gott. Aber auch hier ist keine Bildkarte. Und Freunde, jetzt haben wir alle Secrets. Es ist...
Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt von Hogwarts bald alles gesehen. Trotzdem fehlen uns noch Bildkarten. Mir fehlt doch, also irgendeine Info fehlt mir doch. Irgendwas ist doch hier ganz, ganz, ganz weird. Depulso! Depulso! Oh, wow. Ich kann hier auf die Stühle zaubern? Hallo! Und auf das Bild? Ich bin jetzt gerade in so einem Porträt drin. Aber hier ist noch keine Bildkarte. Und das macht mich so stutzig. Oder vielleicht war, wahrscheinlich war in dieser Kiste da eine Bildkarte drin. Okay. Weil ich glaube nämlich, wenn ich das Internet richtig verstanden habe, dass die beiden Bildkarten, die mir fehlen, kommen beide von Porträts, die wir noch nicht geöffnet haben. Und jetzt versuche ich gerade rauszufinden, welche Porträts wir noch nicht betreten haben. Okay, Freunde, jetzt wird es langsam weird. Die zwei Gemälde, die mir fehlen, konnte ich auch bisher noch gar nicht wirklich sehen. Weil die sind wohl hier in den Dungeons. Und dafür sollte, glaube ich, diese Tür hier aufgehen. Aber sie geht nicht auf. Und hier ist sowieso alles skurril. Also, irgendwas ist hier ganz, ganz, ganz komisch, Freunde. So, warum auch immer diese Tür nicht aufgeht. Ich glaube, sie sollte aufgehen. Also, bitte sagt mir, wie sie normalerweise aufgeht. So, und hier gibt es noch Shit zu tun. Ne, das ist natürlich ein Ort, den wir bisher noch nie betreten haben. Und da ist doch auch schon das erste Gemälde, mit dem wir interagieren können. Ja, okay, dann wird es natürlich schwierig, Hogwarts zu komplettieren, wenn mir natürlich hier ein kompletter Bereich von Hogwarts einfach fehlt. Alles klar. Das war jetzt echt mit viel Internetrecherche verbunden und alles. Aber, ja, ich bin dann quasi hier drauf, hab dann gesehen, hier sind die ganzen Porträtpasswörter. Und hab dann gesehen, okay, die beiden fehlen mir. Und hier immer Doorway inside the Dungeons und dann Dungeons. Warte mal, wie Dungeons? Ich war in keinen Dungeons. Und irgendwie, warum auch immer, geht diese Tür bei mir nicht auf. Und, wir können uns da aber kurz reinmogeln. Ne, per Geistermodus. Ne? We are Wizards, guys. Zack. Und da ist die nächste Bildkarte, Freunde. So, jetzt muss ich euch noch yeeten. Ich weiß ja dann immer noch nicht, wie ich an die Bonus-Bildkarten komme. Es gibt ja, glaube ich, dann noch. Es gibt ja einen kompletten Bonus-Bildkartensatz. Da bin ich noch echt gespannt, was wir dafür tun müssen, weil ich habe das Gefühl, ich habe alles gesehen. Aber obviously haben wir noch nicht alles gesehen. Und da schauen wir jetzt dann gleich einfach mal nach. Hier ist noch. Warum ist es hier nochmal so viel Cash? Wieso ist hier nochmal so viel extra Cash? Das war gerade eben noch nicht da. Jetzt freuen wir uns hier nochmal. Ich nehm den Stuff nochmal mit. Ich weiß nicht, warum das nochmal aufgetaucht ist. Aber hier ist richtig viel Zeug. Warum will das Spiel, dass ich den Weg hier nochmal gehe? Aber hey, so, ich will mich nicht beklagen, ne? Zack. Geiler Scheiß. Okay. So. Dann hätten wir das hier zumindest schon mal. Warum darf ich nicht... Hallo? Hallo, was ist jetzt wieder los? Spiel, ich würde den Raum gern wieder verlassen. Was ist hier los? Will ich vielleicht noch diese Truhe da unten öffnen? Ich weiß es nicht. Verdammt. Du machst es mir nicht einfach, Spiel. Du machst es mir wirklich nicht einfach. Ich gebe hier wirklich mein Bestes. Ich bin offen und ehrlich zu dir. I do my freaking best. Aber du machst es mir nicht einfach teilweise. So. Okay, ich mogel mich hier durch. Für wahr. Okay, alles klar, Guys. Alles skurril. Alles skurril. Da ist was abgesperrt. Und hier ist aber das letzte Gemälde, Freunde. Gesundheit. Gesundheit, einfach das deutsche Wort. Okay, aber da muss ich mich, glaube ich, auch nochmal so durchmogeln, Freunde. Lumos. Das haben wir jetzt auch nochmal per Cheat-Modus gemacht. Also irgendwie, jetzt gegen Ende verlässt mich die Technik dieses Spiels. Vielleicht macht auch der Cheat-Modus das ein bisschen kaputt. Ne, vielleicht denkt das Spiel, dass ich noch an irgendeiner anderen Stelle bin oder so, aber hey, solange wir uns zu helfen wissen, will ich mich über gar nichts beschweren. Weg zu Sempra. So, die Schildkröte ist weg.
Und wir kommen hier durch. Oh, da spawnt sogar viel geiler Scheß. Oh, wow. Einmal weg mit dir. Die schießt auf uns. Du kannst mir mal hier komplett egal sein. Yep. So, die beiden sind zu. Und ich kann gerade auslaufen. Da sind nochmal welche. Geiler Scheiß. Der ist schon mal weg, der Bro. Und das Vieh ist auch weg. Und weiterer Weg erscheint für uns. Soweit so gut. Ron ist kurz davor, in den Abgrund zu stürzen. Bro, das Leben ist schön. Was haben wir hier? Ah, das ist wahrscheinlich der Rückweg, oder? Bildkarte? Yes. So, Freunde. Und jetzt wird's interesting. Schaut euch das an. Wir haben alle Kartensätze vollständig. Außer diese Bonuskarten. Und jetzt ist die Frage, wo krieg ich die her? Wo gibt es 5 Bonuskarten? Was muss ich tun, um mir die zu verdienen? Das ist jetzt einfach die Frage. Ah, jetzt geht die Tür auf! Ja, jetzt geht sie auf. Was müssen wir machen? Ich meine, wir können nochmal zu Fred und George gehen. Vielleicht haben die was für uns. Sternlich. Oder ich hoffe nicht, dass die 5 Bonuskarten was damit zu tun haben. Sternlich. Geist, dass ich die Final Exams Fortuna Mario schaffen muss. Das ist ja ganz, ganz, ganz beschissen. Also mit 5 Schilden. Das ist ja eine ganz, ganz miese Sache. Wir gucken jetzt hier nochmal nach. Wir haben alles. Wir haben alle Secrets und so weiter. Wir haben alle Geister. Wir haben das hier alles geschafft. Wir haben die hier alle geschafft. So, mir fehlt nur noch dieser Kartensatz. Weil ich denke, der 15. Zauberer, der uns fehlt, das wird... Hi, George. Das wird Harry sein. Die ist da. Jetzt kriegen wir die? Wir haben sie. Guys. Wir haben sie. Fred und George wollen gar nicht 79, sie wollen 74 Karten. Dass sie die 75. bekommen. Und jetzt sind wir nochmal im Bonusraum, Guys. Und hier sind die letzten Karten. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Das ist so insane. Nur noch 2 Bildkarten. Dann haben wir das Game zu 100% komplettiert. Oh shit. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das schaffen. Bei all den technischen Problemen hätte ich nicht gedacht, dass wir das schaffen. Aber es läuft. Und ich meine, ich brauche den Scheiß nicht mehr. Ich habe alles getan, was ich tun wollte. Ich meine, natürlich sammelt man es ein, weil es übel befriedigend ist. Freunde, da ist die 79. Und da drüben wird dann wahrscheinlich die 80. Karte liegen. Oh, damn. Wie cool ist das bitte? Wie cool ist das bitte? Und Harry war wirklich die Karte. Es war in allen Spielen bei, glaube ich, immer Harry die letzte Karte. Bam. Wir haben's. Aber hier läuft nicht mein Timer. Darf ich, kann ich den Raum hier auch einfach wieder irgendwie entspannt verlassen oder so? Das finden wir gleich raus, ob ich einfach irgendwie den Ausgang nehmen kann. So viel Stuff, Leute. So viel Stuff. So, ich bin bereit, das Schuljahr zu beenden. Ich würde dann jetzt mal gehen. Oh yeah, guys. 100 freaking Prozent. Wir haben alle Bildkarten. So, und jetzt, ich glaube, die hören wir uns jetzt nicht mehr alle an, oder? Ich meine, wir haben uns schon einige von denen angehört. I don't know. Hier, Harry. Harry Potter. Der Junge, der überlebte. Sirius Firkel, 1632 bis 1692. Hören wir uns doch noch an, Freunde, komm. Wurde berühmt, weil er seine 7 Squib-Söhne aus lauter Verzweiflung in Igel verwandelte. Oh, Squib heißt, wenn du 2 magische Eltern hast, aber selber kein Magier wirst als Kind. Falco Aesalon, alter Grieche. Der erste in Aufzeichnungen erwähnte Animagus. Er konnte sich in einen Falken verwandeln. Nice. Zhu Yen, 4. Jahrhundert vor Christus, chinesischer Alchemist. Mango Bonham, 1560 bis 1659, berühmter Heiler und Gründer des St. Mango Hospitals für magische Krankheiten und Verletzungen. Cool. Das Krankenhaus kennt man, das wird häufiger mal erwähnt. Wilfred Elphick. 1112 bis 1199. Erster Zauberer, der von einem afrikanischen Erumpent angegriffen wurde. Was auch immer ein afrikanischer Erumpent ist. Glenmore Peaks.
1677 bis 1761, besiegte die Seeschlange von Cromer. Cool. Professor Armando Dippet, 1940. Ja, Dippet kennt man. Ehemaliger Schulleiter von Hogwarts. Ja, der wird erwähnt. Grogan Stump, 1770 bis 1884. Beliebter Zaubereiminister, ernannt im Jahre 1811. Boah, da war er 41. Bro, not bad. Norval Twonk, 1888 bis 1957. Starb, als er ein Muggelkind vor einem Manticore retten wollte. Ihm wurde der Titel Orden der Merlin erster Klasse nach seinem Tode verliehen. Das bringt den Leuten immer nicht so viel, wenn man es ihnen nach ihrem Tod gibt. So, ich glaube, die habe ich mir ja schon alle angeschaut, oder? Mendeline die Ulkige. Mittelalter, Daten unbekannt. Sie war so fasziniert von Scheiterhaufen, dass sie sich 14 Mal verbrennen ließ. Stabil. Aber die haben uns meistens schon alle angeschaut, Lymphna, oder? Lymphna Firmage, 1612 bis 1698, wurde während ihrer Ferien in Cornwall von Wichteln entführt. Cornwall! Sie wurde zwar befreit, lebte danach jedoch in ständiger Angst vor diesen Kreaturen. Ihr Versuch, das Zaubereiministerium davon zu überzeugen, alle Wichtel zu vernichten, schlug fehl. Oh, damn. Beatrix Bloxam, 1794 bis 1810, schrieb Kinderbücher über Giftpilze, die Übelkeit hervorriefen und deshalb verboten wurden. Ah, das hatten wir schon. Das haben wir schon gelesen. Carlotta Pinkstone. Die ist auch hübsch. Geboren 1922. Wollte das Geheimhaltungsabkommen aufheben und den Muggeln erzählen, dass es Zauberer gibt. Mrs. Pinkstone wurde mehrfach verhaftet, da sie sich nicht davon abhalten lassen wollte, Magie in der Öffentlichkeit zu praktizieren. Oh, damn. Dorcas Wellbeloved, 1812 bis 1904, gründete die Vereinigung für verzweifelte Hexen. Elfrieda Clegg, 1612 bis 1687, ältestes Mitglied des Zaubererrats. Zacharissa Packwood, 1874 bis 1966, Pionierin der Schönheitstränke, entdeckte, dass Bubo-Tuba-Eiter gegen Pocken wirkt. Oh. Ignatia Wildsmith, ist es nicht so 1227 bis 1320, die Hexe, die das Flohpulver erfunden hat. Geil, damit reist man. Warum ist Gunhilda auf... Das ist eine Frau? Okay, jetzt finden wir gleich raus. Esper Starkey, 1881 bis 1973. Hexe, die erforschte, wie sich die Mondphasen auf die Herstellung von Tränken auswirken. Was für ein geiler Scheiß. Liotna, Mittelalter, Daten unbekannt. Irische Druidin, die die Verwendung von Mondtau entdeckte. Mirabelle Plunkett, geboren 1839, verliebte sich während des Urlaubs am Loch Lomond in einen Wassergeist. Als ihre Eltern ihr verboten, diesen zu heiraten, verwandelte sie sich in einen Schellfisch und wurde nie wieder gesehen. Lol. Morgan Le Fay, Mittelalter, Daten unbekannt. Halbschwester von König Artus. Schwarze Magierin und Feindin von Merlin. Gunhilda von Gorsmore, 1556 bis 1639. Einäugige, buckelige Hexe. Erfinderin eines Gegenmittels gegen Drachenpocken. Tschüss, die sieht echt übel mitgenommen aus. So, dann was haben wir hier noch? Ich glaube, die haben wir auch noch nicht angehört, Baba, ne? Baba Yaga. Ah, Baba Yaga kennt man. Baba Yaga. Mittelalter, Daten unbekannt. Russische Waldhexe, die in einer Hütte mit riesigen Hühnerbeinen lebte, aß Kinder zum Frühstück und angeblich auch zum Mittag und Tee. Oh, da gibt's einen Horrorfilm davon. Und ich glaube, in Witcher gibt's auch eine Anlehnung an Baba Yaga. Die ist ganz, ganz, ganz bekannt. Malodora Grimm, Mittelalter, Daten unbekannt. Verbarg ihre wahre Waldhexengestalt mit einem Schönheitstrank, heiratete einen König und stärkte ihr Selbstbildnis mit einem Zauberspiegel. Wurde eifersüchtig auf die schönste Frau im Reich und gab ihr einen vergifteten Apfel.
Jo, einfach Gebrüder Grimm-Märchen, Schneewittchen. Letizia Somnolens. Wie cool. Mittelalter, Daten unbekannt. Gehässige Waldhexe, die neidisch auf die Königstochter war und dafür sorgte, dass diese sich an einer mit einem Trank des lebenden Todes präparierten Spindel stach. Ein junger Zauberer, dessen Lippen mit einem Mega-Power-Trank benetzt waren, küsste die Prinzessin und erlöste sie. Ja, wie aber die ganzen Mädchen Märchen aufgegriffen werden. Der Prinz mit Mega-Power-Trank an den Lippen. Old Mother Hubbard, Mittelalter, Daten unbekannt, lockte streunende Tiere in ihre Hütte und ließ sie verhungern. Alter, was zur Hölle? Cordelia Misericordia, 1298 bis 1401. Gesandte der Waldhexen beim Treffen des Zaubererrats im 14. Jahrhundert. Wie verrückt das einfach ist. So, und das sind noch die ganzen magischen Geschöpfe, Imp. Ne? Nur in Britannien und Irland beheimatet, liebt der Imp Slapstick. Und hat seine Freude daran, unvorsichtige Menschen zu schubsen und stolpern zu lassen. Ja. Loxi wird manchmal mit Feen verwechselt, haust in Büschen und beißt, wenn man näher kommt, mit seiner Doppelreihe scharfer und giftiger Zähne. Roadshuckle, ein Baumwächter, der den meisten Zaubern ausweichen kann. Versucht einem die Augen auszukratzen, wenn man seinen Baum bedroht. Oh mein Gott. Billywick hat einen langen, dünnen Stachel, der Schwindel und Levitation verursacht. Levitation! Der trocknete Billywick-Stachel wird für einige Zaubertränke benötigt. Levitation, einfach man schwebt. Eine gemeine Gartenplage, die in Bodenlöchern haust und ab und an herausrennt, um unvorsichtigen Menschen ein Bein zu stellen. Wird aus dem Garten geschmissen, indem er im Kreis geschleudert und über den Gartenzaun geworfen wird. Wie viele Anspielungen einfach an die Bücher sind, jo. Riesenkraken, der Schrecken alter Seeleute und der Schüler in Hogwarts, sollten sie im See planschen wollen. Ja, der liegt im Schwarzen See. Manticore, dieses seltene und gefährliche Tierwesen, summt leise, während es seine Beute verschlingt. Sein Stich führt zum sofortigen Tod. Einfach eine Mischung aus Löwe und Skorpion. Und vorhin der Zauberer ist ja daran gestorben, dass er Manticore ihn umgebracht hat. Einhorn. Ein scheues Tierwesen, das den Kontakt zu Menschen meidet und eher eine Hexe als einen Zauberer näher treten lässt. Okay. Auf Zauber reagiert es äußerst schreckhaft. Sein Blut besitzt starke magische Eigenschaften. Krass, dass es Frauen lieber mag als Männer. Bergtroll lebt in bergigen Gebieten. Sehr kräftig, aber dumm versucht der Troll, jeden zu erschlagen, der ihm nahe kommt. Streeler, eine orangefarbene Riesenschnecke mit giftigem Haus, die nur mit Schutzhandschuhen angefasst werden sollte. Violette Riesenkröte, liebt tote Fliegen und andere Insekten, hat eine lange grüne Zunge. Doppelschwänziger Wassermolch kann in der magischen Menagerie in der Winkelgasse erworben werden. Schwimmt viel und liebt Algen. Sorgt dafür, dass wenig Algen im Pool sind. Gytrasch, großer, hundeähnlicher Geist, den man einzeln oder in Rudeln im verbotenen Wald antrifft. Jo, wie cool, der sieht fresh aus. Kelpie lauert in Flüssen und Gewässern und bietet sich als Reittier für die Überquerung an. Wird dieses Angebot angenommen, versucht der Kelpie, den Reiter unter Wasser zu ziehen und dort zu fressen. Was es für brutale Scheiße hier gibt. Phönix. Der sanfte Phönix erreicht ein immenses Alter, da er sich immer wieder neu erschaffen kann. Sein Gesang ist magisch und seinen Tränen wohnt eine mächtige Heilwirkung. Ja, das haben wir mitbekommen. So. Und jetzt noch hier die Bonuskarten, die wir gerade eben eingesammelt haben. Godric Gryffindor, Mittelalter, Daten unbekannt. Mitbegründer von Hogwarts. Nach ihm wurde eines der vier Häuser benannt. Ist es jetzt bei allen der gleiche Text? Ravenclaw, ja, ist bei allen der gleiche Text. Salazar Slytherin sieht so aus. Helga Hufflepuff so. Rina Ravenclaw ist schon eine heiße, muss man sagen. Mittelalter. Die ist schon unbekannt.
kann was. Dumbledore, Schulleiter von Hogwarts. Und da ist noch Dumbledore. So, ich hoffe, dass wir dann alles angeguckt haben. Ich bin mir nicht 100% sicher. Obwohl, ich glaube, die Quidditch-Spiele haben wir noch nicht angehört. Rannoch Jones. Doch, haben wir. Das war haben wir. Das war nach der Hippogreifen-Aktion. Okay. Dann dürften wir aber, glaube ich, jetzt von Dumbledore McGonagall rausgelassen werden. Wir haben jetzt das komplette Spiel erkundet. Geiles Gefühl. Nun denn, noch ein Blick auf die Leistungsliste? Ja, bitte. Dann mal los. Wir haben alles. Alles. Gute Arbeit von euch allen. Ihr habt eure Anforderungen fürs dritte Schuljahr erfüllt. Ausgezeichnete Arbeit, wirklich ausgezeichnet. Ihr könnt alle stolz auf euch sein. Das war wirklich mutig, was ihr für Sirius Black und Seidenschnabel getan habt. Noch schöne Sommerferien, ihr drei. Und als der Hogwarts-Express ihn und seine Freunde wieder nach King's Cross brachte, fielen Harry einige Worte von Professor Dumbledore ein. Glaubst du, die Toten, die wir liebten, verlassen uns je ganz? Glaubst du, es ist Zufall, dass wir uns in der größten Not am deutlichsten an sie erinnern? Du weißt, dein Vater lebt in dir weiter, Harry. Und zeigt sich am deutlichsten, wenn du fest an ihn denkst. Ja, krass. Das war Harry Potter, der Gefangene von Azkaban. Ey, es hat so Spaß gemacht. Mega stark. Nachdem ich bei meinen letzten Projekten häufiger mal das Fazit vergessen habe, machen wir es kurz und knapp. Das Spiel ist natürlich alt. Es hat natürlich massiv Jahre auf dem Buckel und ist natürlich dementsprechend nicht 100% flüssig gelaufen. Aber ich glaube, bei so alten Spielen brauchen wir jetzt nicht mit Bugs und Glitches kommen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Die Hauptstory ging sehr schnell, was mich am Anfang ein bisschen schockiert hat, aber eigentlich fand ich es ganz angenehm, weil die anderen Spiele haben teilweise das Game immer so künstlich in die Länge gezogen. So mit Teil 1 und 2 hatten bei diesen Zauberprüfungen immer diese ewig langen, dass man da Form nachzeichnen muss und was weiß ich. Dieses Spiel hat kein großes Schnickschnack gehabt. Schnell die Story erzählt, ohne große Zwischensequenzen, die einen lange aufhalten. Einfach wirklich spannende Zauberaufgaben. Eine gute Menge an Secrets, die man finden kann. Ich fand's top. Also ich meine, wir sind jetzt bei, ich weiß es gar nicht, 8 Parts, glaube ich. Es könnte schon einen Tick länger sein, aber die alten Spiele waren damals nicht so lang. Und es ist okay. So, es ist okay, es waren jetzt 4-5 Stunden. Wie gesagt, damals waren die Spiele nicht so groß. Ich erinnere dran, ein Lego Racers haben wir in, glaube ich, 6 Parts oder 7 Parts durchgespielt. Und dementsprechend, hey, alles cool. Ganz, ganz stark, gameplay-technisch auf jeden Fall besser als Teil 1 und 2. Hogwarts war jetzt nicht so groß, also gefühlt in Harry Potter und die Kammer des Schreckens hatte man irgendwie mehr zu entdecken, aber definitiv ein ganz, ganz großartiges Spiel und ich glaube, wenn man mich fragen würde, welchen Teil soll ich als erstes spielen, als Videospiel, würde ich glaube ich sogar Teil 3 sagen. Dann Teil 2 und dann Teil 1. Also es war sehr schön, es hat sehr viel Spaß gemacht, geiles Spiel, so. Es ist, ich meine, hat aus den Fehlern aus Teil 1 und 2 gelernt. Und diese versuchst, so gut es geht, auszumerzen. Das, ich glaub, so kann man das Ganze stehen lassen. Freunde, danke fürs Zuschauen. Das war Harry Potter 3. Und wir sehen uns in einem neuen Projekt. Euer Hübi. Vielen lieben Dank an Sören Komora und Lord Rioma für euren immer noch dicken Support mit der großen Kanalmitgliedschaft. Danke euch.